Das nächste Stück ist für einen gemeinsamen Freund, für uns alle. Der gemeinsame Freund, der uns heute Abend hierher gebracht hat. Das nächste Stück heißt Alkohol. Schnauze voll, hat sie gesagt. Wird ganz kaputt, wird auch nicht mehr repariert. Sie ging nach oben und hat gepackt. Es klingelt an meiner Tür, draußen stand ein Taxifahrer. Er sagte, eine Frau hätte ihn bestellt, und zwar so schnell wie möglich. Hätte sie gesagt, der Tag danach war ziemlich schlecht. Tage danach noch viel schlimmer. Immer wenn ich in den Spiegel sah, war mir klar, ich bin krank. Schrieb nach einem Arzt, sie sagte, Doktor, ich glaube, ich muss bald sterben. Wenn es so hart, so schlimm ist, wie es sich anfühlt, mach ich's nicht mehr lang. Leuchtet in meine Augen, feuchte an mein Herz und sah mir tief in meinen Mund. Und nach einer kurzen Pause meinte er zu mir, ich sehe, es ist ihr Ernst, doch für die Medizin bist du gesund. Ich kann dir keine Pillen schreiben, kein Rezept will ich ausstellen, ich kann dir nur dieses uralte Hausmittel empfehlen. Alkohol macht dich nicht glücklich und der Frank bestimmt nicht schlau, doch er lässt dich verletzen und ist da, wenn du es brauchst. Alkohol macht dich zwar hässlich, doch schließlich hat er mal studiert und vom Fernsehen über Yoga hab ich alles andere irgendwann schon ausprobiert. Zwei leere Stühle und zwei Zimmerplatz waren meine Schimpfgenossen. Die eine kannte ich nur als Arsch, die andere hab ich nie gegossen. Und ich sagte zu ihm, trink mit mir die ganze Nacht, trink mit mir bis zum neuen Morgen, Freunde, aufgetan. Erstmal liegen und versuchte gar nicht erst nochmal ein Auge aufzukriegen. Und schon den Blick hatte ich schon länger, aber diesmal war am Ende nicht. Ich wusste, jetzt ist es vorbei, so ganz unrecht war mir das auch nicht. Irgendwann kam dieser Arzt, jemand hatte ihn geschickt, seine Diagnose auf den ersten Blick. Keine Tour, sicher, oder mit Tour.
Danke.